Du hast da einen Hund unter deinen Füßen. Ich habe da, ja. Hallo Borgheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Chili, Matze und? Und der Lutze, weil wir hatten ja am Wochenende voll zu tun. Du gestern auch noch, ne? Voll, ihr habt nur geräumt, wir haben voll zu tun. Voll aufgeräumt. Voll aufgeräumt. Und heute sind wir hier, weil wir erzählen wollen, was am Samstag los war. Aber, was ich nicht vergessen will, wir haben auch Bildungsfernsehen dabei, habe ich festgestellt. Ja. Habe ich gefunden, in der Cloud habe ich das gefunden. Weißt du was, Cloud hat nichts mit Diebstahl zu tun? Hat nichts mit Diebstahl zu tun. Cloud soll ja ein ausländisches Wort für Wolken sein, die heute fast nicht da sind, nur ein bisschen, Gott sei Dank. Aber das da ist Thema. Da fehlt es mir auch schon wieder am Erkennen der Wolken und an der Definition, aber heute haben wir... Da kommen also, wir nochmal zu. Also, wir freuen Experten. Uns natürlich schon wieder, hier vor der Kamera zu sitzen. Ihr habt es gesehen, wir machen auch ab und zu ein paar Shorts. Das ist natürlich schneller gemacht. Das kann ich schnell mal auf dem Sofa machen mit dem Handy oder mit dem Smartphone. Hast du Shorts an? Oder mit dem Mobile. Ich habe keine Shorts an. Hast du Shorts? Achso. Nein, ich habe keine Shorts an. Nee, ich bin hier verkabelt. Ich hab, oh, hier wackelt mein Handy, mein Mikrofon. Jo, also, los geht's. Du hast was von der Straße erzählt. Na hier, guck mal, man kann wieder den Kreis über Schladach nach Linte fahren. Ja, also. Ist neu eröffnet worden, habe ich gesehen, waren 5 Handels da, kein Beifallsstürme. Freibier gab es auch nicht, habe ich gesehen, nee, dann wären wir ja gekommen, ne? Ja, dann bestimmt. Wären wir gekommen, ja. Übrigens, Herr Fröhlich aus vom Amtbrück, ja, also wenn mal wieder was ist, wir machen es dann auch mal auf die Socken. Du bist ja gerne reisewütig, habe ich gehört. Ab und zu, ja. Ab und zu muss ich auch mal durch die Gegend. Unterwegs, aber ab und zu bin ich auch mal unterwegs. Wieder jetzt mehr als früher. Was gab es noch Neues? Na, wir hatten auch noch gar nicht, aber man hat es ja schon gesehen, dass die Schule auch im Entstehen ist langsam. Genau. Die Schule haben wir leider verschwitzt. Ja, aber das passiert halt. Ja, das war denn einfach weg gewesen. Aber ihr habt es ja schon selber gesehen, wenn ihr da vorbeifahrt, wobei eben vorbeifahrt und nicht rast und nicht blockiert. Da gibt es halt immer wieder Schwierigkeiten mit den vielen Eltern, die ihre Autos mit den Kindern anbringen. Es ist auch schon wenig Platz da. Ja. Apropos auch da Radwege, wir haben gerade Kiefernprozessionsspinnerzeit. Also passt bitte auf vor diesen kleinen... Die sehen so süß aus, die flauschigen Biester, aber die machen richtig böse Allergien und Pickel. Also fasst die nicht an. Genau. Ja. Da muss ich mal gucken. Ines hat auch irgendwelche Pickel. Ja, die hat das auch mitgenommen. Hat die das eingefangen? Wie hat die denn gekriegt? Du kannst ja durch die Wiese laufen. Wenn die vorher langgelaufen sind, dann kommen die Haare hoch und dann kommt das. Ist jedenfalls nicht so schön. Jo, und dann waren wir, jetzt kommen wir einfach mal auf den Samstag zu sprechen. Am Samstag waren wir am Waldbad gewesen. Jo. Voll Action. Brauchen wir nicht viel erzählen. Wir erzählen im Video. Wir erzählen im Video, genau. Bitteschön. Ich kenne die Beden da drauf. Kuckuck. Hallo. Hallo aus dem Waldbad. Matze? Lutze. Genau, wir sind heute hier, weil hier machen sie Krach. Also, warte. Ja, ist schon laut. Ja, finde ich auch. Bin ich schon schwerhörig, ich verstehe kein Wort. Kurzschluss spät heute, ne? Die haben auch einen Fan mit. Hier ist er, da gucken wir mal. Einen haben sie mit, wa? Das war ein Fan? Fan. Fan, F-A-N, ne? Ja. Sagt man doch so. Aber wegen Datenschutz zeigen wollte die sich nicht. Kannst du den Kurzschluss singen? Kurzschluss. Er kann nicht singen, hast du es gehört, ja? Das ist der Holger, der macht heute Bier. Mach mal Bier, los. Bier her, oder ich falle um. Wir sind immer noch hier. Hast du eine neue Kamera? Ich habe eine neue Kamera, die hat sie sogar vorne ein Display. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, wenn ich hier reinrede, dass die Kamera vorne ein neues Display hat. Aber wir sehen uns jetzt beim Reden auch noch selber. Kann das sein, dass du unsere Kasse geplündert hast? Ja. Wenn ich sonst nicht kann, aber das kann ich. Und deswegen bin ich so dünn, weil ich dir zu hungern habe die Jahre. Das tut mir auch sehr leid. Ich werde dir
Warte, warte, hier, pass auf. Komm, komm, hier, mein Kleiner. Halt mal die Hand auf, halt mal die Hand auf. Jörg, bisschen. 2 Euro. Kannst du dir eine Bockwurst kaufen und ein Bier. Kann es sein, dass du mich anschwindest, dass dir das gar nicht leid tut. Also für 2 Euro muss ich schon mal sagen, tut es mir schon sehr leid. Sonst hättest du nur eine gekriegt. Wieder vorbei. Ihr habt es gesehen, da war was los. Ja, war es wieder schön laut gewesen und ehrlich gesagt, wenn ich die mal singen höre, ich habe tatsächlich meine Gitarre wieder in meine Hände gekriegt, ja. Nachdem ich die ja nicht mehr anfassen konnte, weil mir die Finger wehgetan haben, geht es jetzt wieder. Und da bin ich mal ganz heiß drauf. Haben die gut gemacht, die Jungs vom Kurzschluss. Aber so kennt man sie ja mittlerweile, ne? Am nächsten Morgen hatten wir auch im Bad Kurzschluss, irgendwie. Ja, richtig? Ja, und wir hatten am nächsten Morgen abends nicht passiert. Nächsten Morgen hat man Überspannung irgendwo und hat so ein bisschen Technik zu hauen draußen am Bierwagen. Ja, auch Thema Waldbad. Bitte keine Zeltnägel in den Waldbadboden rammen, um irgendwas zu befestigen. Wir haben da unten unterirdisch Kabel, Rohre und Datenkabel liegen. Vermutlich hat irgendeiner mit so einem Zeltspieß uns ein Elektrokabel weggerammt. Jo. So, weil wir nur richtig drin sind, wir sind ja jetzt im Sommer, es sind jetzt bald Ferien. Weißt du, wann Ferien sind? Ich weiß es gar nicht. Ich denke, so um den 18. Juli geht das los. Siehst du, ich weiß es gar nicht mehr, wann Ferien sind. 18. Juli, das wäre ja schon nächste Woche, ne? Ja, ist ja, der Sommer ist ja. Also übrigens, Schnipp war hier, plötzlich ist Sommer da. Und du weißt ja nicht, frühmorgens kalt, ne, mit der Sonne. Habe ich doch bestellt gehabt. Ach so. Habe ich das nicht gesagt? Nee. War teuer. Ja. Jo. Wir haben Sommer. Die Woche bleibt es warm, aber da. Ja, richtig warm habe ich. Morgen sollen über 30 Grad werden wieder. Genau, deswegen, verkrieche ich mich. Deswegen macht ja auch die DLRG mit den Kindern ab dem Donnerstag nächste Woche, wenn die Ferien beginnen, auch wieder ihr jährliches Sommercamp. Genau. Mit und, Spaß, Spiel, Action und Ausflügen und ein bisschen Unterricht und so. Und am Samstag ist im Sportverein Sommerfest von 14 auch bis das noch. 0 Uhr. Auch dort sind wir wieder zu finden. Wir werden halt ein bisschen begleiten, haben wir gesagt. Da sind wir wieder voll dabei. Ja, du voll, ich nicht. Nein, natürlich. Wir machen nicht. Ein bisschen filmische Begleitung, nennen wir es mal. Genau, wir gucken, machen ein paar Fotos und ein paar Bilderchen. Und mal gucken, wer da sich so alles bewegt. Da gibt es eine Band. Ich weiß gar nicht, wer, muss ich mal gucken. Ich finde bestimmt den Ablaufplan. Den schieben wir hier mit rein. Irgendwas gehört von Ohne Hannelore oder sowas? Ja, wer ist das für eine Band? Habe ich noch nie gehört von. Ach, wir werden es. Lassen wir uns überraschen. Genau, Ohne Hannelore habe ich schon auch gelesen. Aber okay, gucken wir uns an. Jo. Ja? Genau. Und damit wir jetzt nicht ganz so viel quatschen, weil wir haben jetzt noch Bildungsfernsehen hier hinten dranhängen und da geht schon alleine 10 Minuten. Also nicht Minuten. Bildungsfernsehen, sondern nee, Bildungsfernsehen. Wirklich. Und der Donald, nicht Trump. Donald Becker. Donald Becker, der auch im Fernsehen öfter zu sehen ist und Wetter macht. Entweder mal im ARD Morgen. MDR ist ja, ne? Aber ARD Morgenmagazin. Ach, ARD Morgenmagazin. Oder auch abends beim RBB-Wetter ab und zu sehen. Genau. Habe ich mir einfach mal wieder geschnappt. Ja, hat man ja vor 2 Jahren da schon sitzt mal. Er da nein, sagt, komm. Mit Donald und ich habe mir das vorhin mal nochmal angehört. Fand ich ganz interessant, wusste ich noch gar nicht. Aber hört nicht, selbst. Genau, brauchst du jetzt nicht vielen Dank, Donald, dass du dir die Mühe gemacht hast, für unseren supergeilen Sender diesen Kommentar, nee, wie ist es mal, diese Bildungslücke zu schließen. Und ja. Jetzt heißt es Film ab. Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Liebe Grüße aus Juliusruh von der Ostsee.
neben mir Don R. Wetter, Donald Becker. Herzlich willkommen, lieber Donald, hier wieder mal in Borkheide News TV. Viele Grüße an alle. Zum Thema Wetter. Wir nehmen heute mal das Thema Wetter. Echt? Ja. Überraschend. Hättest du es nie gedacht, ne? Nee. Und wir machen das gerade zum zweiten Mal, weil ich beim ersten Mal zu blöd war, die Kamera zu bedienen. Einmal mit Profis arbeiten, das hättest du jetzt sagen können. Der Spruch wird jetzt passt. Einmal mit Profis arbeiten. Mal gucken, was wir jetzt alles noch rausgeredet bekommen und was wir nicht vergessen haben. Es ist Sommer und zwar genau heute. Ja. Und es kann morgen schon wieder ganz anders sein, wird es wahrscheinlich auch. Aber das liegt dieses Jahr so ein bisschen am Durcheinander. Ja, aber ich finde auch, Regen gehört zum Sommer. Viele sagen ja immer, das ist dann kein Sommerwetter, nur wenn die Sonne scheint, finde ich eigentlich nicht. Wenn die Sonne scheint, ist es schön, aber Gewitter mit einem richtigen schönen Platzregen, Guss und Hagelschlag gehört für mich auch zum Sommer genauso dazu wie Hitze oder auch mal eine kühle Phase. Das hatten wir genau vor 2 Tagen, als wir hier angereist sind und das war nämlich der 27. Juni. Und jetzt kommen wir auf den Punkt. Ja, der Siebenschläfertag. Und da gibt es eine Wetterregel und die ist in der Tat doch relativ brauchbar. Wir haben ja immer so Problemchen mit unserer Vorhersage, alles was so über 2 Wochen in die Zukunft geht. Das ist eigentlich Rätselrad, kannst du genauso mitmachen und besser sein als jeder Meteorologe. Aber die Siebenschläferregel, die trifft dann doch schon relativ gut zu. Also früher, die Bauern mussten natürlich ohne Wetterbericht auskommen, haben die Natur aufmerksam beobachtet und es ist, also die Regel lautet, so wie das Wetter am Siebenschläfertag, es 7 Wochen bleiben mag. Das funktioniert natürlich nicht, denn das Wetter eines Tages kann sich nicht 7 Wochen lang wiederholen. So etwas gab es noch nie bei uns. Aber wenn wir die Regel so ein bisschen umformen, das heißt, es gab ja auch mal die Kalenderreform, die gregorianische Kalenderreform, damals wurden 10 Tage einfach so gestrichen. Demnach wäre eigentlich der Siebenschläfertag erst am 7. Juli und wir Meteorologen machen das jetzt einfach so, dass wir gucken, wie stellt sich die Wetterlage in dieser Zeit ein. Also vom 27. Juni bis zum 7. Juli, wir liegen jetzt also genau drin in dieser Phase. Und da ist es dann so, das haben auch die Beobachtungen gezeigt, dass sich wirklich die Großwetterlage, die sich in diesen 10 Tagen einstellt, doch gerne länger hält. Also vielleicht nicht unbedingt 7 Wochen, aber doch zumindest längere Zeit. Und wenn wir diese Regel anwenden, dann sieht es in diesem Jahr dann in der Tat mal nach einem normalen mitteleuropäischen Sommer aus. Das heißt, kein Dauerhoch, keine Dürre, keine extreme Hitzephase, zumindest keine lange Phase, sondern immer mal nur kurz heiß 1-2 Tage, dann kommt Kaltfront mit Schauern und Gewittern, dann wieder etwas frischer und dann geht es halt wieder aufwärts mit der Temperatur. Also eigentlich, wie gesagt, so das Optimale. Also man hat dann keine Dürre zu befürchten und der Dauerregen wird jetzt auch nicht kommen. Also dass es dann irgendwie wochenlang nur regnet, so etwas gibt es eigentlich auch nicht. 2018, 2019, erinnern wir uns dran, da war es wirklich sehr lange, sehr heiß, auch mit vielen Waldbränden. Das ist dann auch nicht so passend. Ja, braucht man nicht. Nicht jedes Jahr. Genau, und die Siebenschläferregel hat immerhin eine Trefferquote von so 60-65%, was jetzt für diese Langzeitprognosen doch schon relativ gut ist. Also es ist etwas besser als raten, immerhin. Also, genau weiß es eh keiner. Apropos Vorhersage, 2 Wochen, so gibt ja auch manchmal diese Wetterphänomene wie ein 5B-Wetter. 5B-Tief. 5B-Tief, was wir dieses Jahr im Süden von Deutschland hatten. Kann man, also wie kommt das und kann man das länger vorhersagen oder ist man da auch ziemlich nah dran immer? Die kann man relativ gut vorhersagen. Das ist bei diesen ganz kleinen Schauern und Gewittern ist immer schwierig, bei diesen Hitzegewittern, weil die entstehen innerhalb von kürzester Zeit und bringen dann Hagel und Platzregen und zerfallen auch wieder relativ schnell und erwischen teilweise nur Streifen von 1-2 Kilometer Breite. Aber 5B-Tief ist wirklich ein richtiges großes Tief. Das heißt, die kalte Luft strömt über Frankreich in den Mittelmeerraum. Mittelmeer hat dann natürlich hohe Wassertemperaturen und das heißt, da geht es dann aufwärts mit der Luft und da kann sich dann sehr schön dieses Tief in der Bucht von Genua bilden. Deswegen heißt das Ding auch Genua-Zyklone zum Teil und zieht dann über Norditalien weiter in Richtung Osten und biegt dann nach Nordosten ab in Richtung Ostsee. Und das sind dann wirklich die Tiefdruckgebiete, die besonders viel Regen bringen, weil sich diese Tiefs halt richtig schön vollsaugen können. Feuchtigkeit, Mittelmeerwasser ist gerade im August dann sehr warm. 25, 26 Grad, viel Wasserdampf steht zur Verfügung. Und das Ganze kann dann natürlich auch wieder ausfallen als Starkregen, beziehungsweise auch längere Zeit. Und diese 5B-Tiefs,
haben dann die Eigenschaft, dass sie wirklich Hochwasser bringen. In diesem Jahr war die Zugrichtung ein bisschen anders, aber war so halbwegs 5B-artig. Also es ist quasi wie der Fingerabdruck eines Menschen, jedes Tief ist so ein bisschen anders. Mhm. Sie ähneln sich, aber sind nie komplett gleich. Und deswegen gab es das Hochwasser eher dann Richtung Süddeutschland. Normalerweise ist eher so die Elbregion betroffen, also Tschechien, Erzgebirge und so weiter. Also die 5B-Tiefs bringen dann auch bis nach Polen stark Regen. Und deswegen sind die dann auch hauptsächlich dafür verantwortlich, dass dann an der Oder oder an der Oder, Neiße und auch Elbe Hochwasser bringt. Ja. Aber es ging ja selbst das Grimmer musste auch dieses Jahr schon die Fluttore wieder schließen. Also es hat schon noch ein bisschen auch Richtung Norden gedrückt, aber ja, der Süden war doch stärker betroffen. Ja, war denn eigentlich 2018, 2019 dieser Sommer, diese beiden Sommer, die so heftig waren, waren das eigentlich Omega-Wetterlagen damals? Ja, das war Omega, die Höhenströmung, also der Wind quasi in 5500 Meter Höhe. Das ist so unsere steuernde Höhe bei den Wetterlagen, bei den Höhenwinden. Verläuft so ähnlich, wie der griechische Buchstabe Omega aussieht. Das heißt, so Ausbeulung nach Norden, dann wieder nach Süden. Und unten links und rechts befinden sich dann Tiefdruckgebiete. Also die ganze Wetterlage sieht halt aus wie der griechische Buchstabe Omega. Und diese Konstellation ist sehr stabil. Und je nachdem, wo man dann liegt, wenn man halt links und rechts unten unterhalb des Hochs liegt, hat man halt Tiefdruckgebiete, immer wieder Regen. Wenn man genau das Hoch über sich hat, das hatten wir damals auch über Skandinavien, dann gibt es halt wirklich wochenlang Dürre und hohe Temperaturen. Ja, das braucht man nicht so oft, weil auch ja, die ganzen Kiefernbestände auch kaputt gegangen sind. Und ja, wenn die Bäume kein Wasser haben, haben die Holzbohrwürmer, die da drin sind, ja, natürlich viele Chancen da, den ganzen Waldbestand kaputt zu machen. Gestern Abend haben wir noch am Strand gesessen und haben ein sehr schönes Bild gehabt. Ich habe auch ein Bild davon gemacht gestern Abend, das kann ich hier noch mit reinschieben. Das leuchtete sehr schön am Horizont in Richtung Norden. Es gibt noch schönere leuchtende Nachtwolken. Also es war gestern nicht ganz optimal, aber zumindest konnte man sie schon beobachten. Was ist das überhaupt? Das sind im Prinzip die tagsüber, wenn man mal so raufguckt in den Himmel und hat dann diese ganz dünnen Schleierwolken, diese Cirruswolken. Die sind aber normalerweise oberhalb von 12, 13 Kilometern in unseren Breiten nicht mehr zu finden. Also unser Wetter spielt sich in den untersten 12 Kilometer in der Troposphäre ab. Im äquatorialen Raum geht es schon mal rauf bis auf 20 Kilometer. Darüber befinden sich aber gar keine Wolken. Die einzigen Wolken, die es dort noch gibt, sind diese sogenannten leuchtenden Nachtwolken. Das heißt, winzige Spuren von Feuchtigkeit reichen in 80 bis 85 Kilometer Höhe bei minus 100 Grad aus. Wenn noch ein bisschen Staub von oben reinfällt, das passiert meistens durch Meteoriten, die dort oben als Sternschnuppe verglühen. Und dann hat man so ganz kleine Kondensationskerne, kleine Staubpartikelchen und dann reicht es aus für winzige Eiskristalle. Und dann kommt die Sonne ins Spiel. Das heißt, man kann diese Leuchtnachtwolken immer in der Dämmerungszeit beobachten. Die Sonne muss dann so 6 bis 16 Grad unter dem Horizont stehen. Und weil die Wolken so extrem hoch sind, 80, 85 Kilometer Höhe, erreichten die Sonnenstrahlen diese Wolken da oben gerade noch so und deswegen werden die halt angeleuchtet von der Sonne. Deswegen sind das leuchtende Nachtwolken und die sehen dann so ein bisschen eher silbrig glänzend, bläulich aus, also so wirken so kalt natürlich. Und die kann man bei uns sehen, auch bei euch, also noch Augen offen halten, nachts immer mal nach Norden gucken, also immer nach Norden gucken. Von Ende Mai bis Ende Juli kann man die beobachten. Klappt nicht in jeder Nacht. Aber die Chancen sind ganz gut jetzt in der Jahreszeit. Ja, das ist wie mit der ISS, wenn die oben lang fliegt. Da genau. Sieht man da auch den hellen Punkt, der ziemlich schnell fliegt. Ja. Aber das, den siehst du auch nur, wenn die Jalousien offen haben da oben. Sonst ist ja auch dunkel da. Jo, so jetzt haben wir schön über verschiedene Wettergeschichten gequatscht. Ich kann einfach nur sagen, lieber Donald, herzlichen Dank, dass du dir in deinem Urlaub Zeit für Burgheide News TV genommen hast. Lieber Lutze, wegen dir machen wir das auch, weil du jetzt wieder ein bisschen fitter bist. Dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir wieder in die vollen Rumtreibermodus an. Ich reise wieder durch die Gegend und dann können wir wieder mal ein schönes Video einstreuen. Deswegen sagen wir jetzt von hier, der Ronald sagt Tschüss, der Matze sagt Tschüss. Und ich freue mich auf ein Wieder-Video sehen. Ja, und euch einen schönen Sommer. Natürlich dann im Waldbad. Es ist nicht der Dauerregen, aber wie gesagt, die große Hitze, die ewige Hitze wird auch nicht kommen und es gibt garantiert ein paar schöne Tage. Ja. Jetzt gehen wir die verkloppen, die da hinten Blödsinn gemacht haben, los. Ja, ja, das ist ja. Okay.
naja. Du hast Langeweile gehabt, oder? Da. Ich hatte keine Langeweile, ganz im Gegenteil. Und das hast du dem Donald dann bezahlt, dass er das macht. Du hast ja letztens schon gesagt, in dem ersten Video, ich habe unsere Kasse geplündert. Ja, genau. Wir sind jetzt wieder arm. Nein, natürlich nicht. Es ist wirklich für ein Dankeschön passiert. Und auch, ich sage nochmal, herzlich Dankeschön dafür. Ist alles nicht selbstverständlich. Genau. Aber schön, dass es so geklappt hat. Und ich denke mal. Ich fand es so interessant, von Genua kommt das Wetter her. Ja, geh nur nach da. Nach der Osten, hat er gesagt. Nordosten, ne? Zieht das immer nach Polen rüber. Und deswegen kriegen wir in Borkheide nie Wetter ab. Oder zumindest nicht das, was wir wollen. Naja, wir haben schon relativ gemäßigtes Wetter, wenn man so sieht, was so manchmal woanders passiert. Da geht es uns ja fast gut, außer ein bisschen Wind nachher und mal ein Baumbruch. Ja, oder Hochwasser gibt es hier nicht. Oder ein fliegendes Zelt im Waldbad am Samstag. Das hat man auch wieder ganz kurz. Das passiert auch mal. Ja, eine Böe kam, ne? Das war's wieder. In Brandenburg sah es anders aus, habe ich gehört. Da haben sie auch Spielunterbrechung machen müssen beim Fußball und so. Gut. Das war schon eine andere Nummer wieder. Matze, das war's. Das war's. Ist ganz schön lang geworden heute, ne? Ja, wir lassen es jetzt mal. Wir schieben das auch nicht alles zusammen, weil das wird ja viel zu lang. Wir machen am Wochenende ein nächstes Video und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin, bleibt gesund, freut euch auf die Ferien und vergesst nicht, Sommerfest im Waldbad. Ach Quatsch, jetzt bringe ich das schon durcheinander. Sportverein. Im Sportverein BSV 90 natürlich. Mal gucken, ob wir den Trainer mal erwischen. Das klären wir den Abend. Das klären wir an dem Abend. Ja? Bis dahin, es grüßen euch herzlichst der Matze und der Lutze. Tschüss. Tschüss. Ich mache aus, ja. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich mit Donald zweimal machen musste, weil beim ersten Mal habe ich die Kamera falsch bedient und die war gar nicht an. Hattet ihr was getrunken vorher? Nee, ne? Nee, ne? Da noch nicht. Da noch nicht. Vielleicht hätte ich mal. Siehst du? Aber das kannst du ja keinem erzählen, so geht es aus. Gut, das war's.